So, herzlich willkommen zum Sammelsimulator 2020. Ich habe jetzt voll vergessen zum Aufnehmen. Ich habe jetzt umschalten müssen. Im Dezember, auch im Dezember gefriert das eh schon zu. Ich war immer der Meinung im Jänner. Und ja, anstatt den Sprung ins kühle Nass bin ich auf die Eisplatten. Das ist auch nicht schön. Ich war jetzt im anderen kleinen Teich und im großen See und haben wir schon ein paar geholt, 21 haben wir schon. Jetzt gehe ich gerade wieder heimwärts. Ich will da nur meine schauen. Ja. Mist. Ich war jetzt der Meinung, ich habe gerade eine Waffe gehört. Nein, Waffen nicht, aber ein Hunter. Was tut der? Geht der heim? Ich habe jetzt nicht vor, dass ich mich da duelliere mit ihm. Ich will nur Gewissheit haben, ob er sich heim. Ja, geht heim. So wie es ausschaut, hat er eh Probleme mit anderen. Die Muscheln sind jetzt momentan sehr großzügig. Weniger die Sandsteine. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich spüre was genau, was sie brauchen, was ich jetzt nicht kriege. Echt jetzt. Geht, das ist ja Scheiß. Das ist kein einziger Sandstein herinnen. Noch aus. Wollen wir das da warten? Die Intervalle da hinten sind eh immer sehr schnell. Die Response-Zeiten angeht. Entschuldigung, mein Schnupfen. Mein Schnupfen, mein Angina, das blockt mich nur. Gut, mehr haben wir nicht. Schade. Hinten oben kann man nur schauen. Südlich oben. Aber haben wir diesen Schmetz rein. Dass wir, wenn wir zurückkommen, schon was vorbereitet haben. So shit.
Novi. Der Bär? Echt? Wo? Wo ist er? Vielleicht haben wir doch mehr Glück. Sandstasiche. Und ein Wolf oder was auch immer das ist, solche A. Aufpassen, die kommen rein und im Wasser bist du benachteiligt. Entschuldigung. Klopf, klopf. Passt. Mehr gibt's leider nicht. Und weiter da jetzt umeinander irren, das interessiert mich nicht. Ich glaube, das Nötigste können wir jetzt machen. Ich glaube, das Nötigste geht sich jetzt schon aus. Also ich fange auf jeden Fall mit den Fenstern an und notwendige Reparaturen werden durchgeführt, damit die Hütte nicht zusammenbricht. Keine Prumpfzeit. Den erlege ich ja nicht. Der rennt mir ja davon. Sehnen. Na, falsches Werkzeug. Danke. Na ja, haben wir uns den da gegossen. Eine Logbikkiste war halt eine feine Sache, weil da sind vielleicht Glasfragmente auch drinnen, ne? Das darf uns ja auch schon weiterhelfen. Aber gut, jetzt haben wir ja ein paar. Schauen wir. Wie weit das wir kommen. So, das soll der kleine nachharzen.
kann diesen Scheiß gar nicht da hinlegen. So viel Platz ist ja da herin gar nicht. Gut, dann halt ich das da weiter her. Repariert. Geernte kehrt auch schon wieder. Dann nehmen wir das Gemm mit. Kann man mal ausrahmen, Matthias. Müssen wir zerteilen. Geht leider nicht anders. So. Schaut doch schon wieder ordentlich aus. Glasscheiben haben wir ja noch. Naja, die Welt schaut nicht ganz so drüber aus. Na, komm, Bock, geht in Gagel. Genau, die ist die. So. Jo, da braucht man 1, 2, 3 Fenster, das heißt 3, 6, ne, Scheiben. Und jetzt kommt die Überraschung, glaube ich. Seht ihr das? Das ist doch zum Kühe melken. Echt. Das ist echt zum Kühe melken. Das Leben immer so schwer sein muss in dem Spiel. Einfach ist's nicht. Immer fehlt irgendwas. Und ich möchte aber unbedingt gern die scheiß Fenster drinnen haben. Weil der Schaden minimaler ist. Gestern bemerkt, oder wir haben gestern bemerkt, dass herin sogar der Kühlschrank beschädigt war. Und zwar der Kühlschrank, die Kisten nicht komischerweise. Der Kühlschrank, die Mauer, der Boden, die Decke. Also ich glaube, was ist da passiert? Unten hätte man sich noch vorstellen können, weil unten, was der unter das Fundament draußen reingehauen hat, geht ja auch. Ne? Nein, die haben mir das da beim Fenster reingehauen. Das ist ja mehr Hammer, oder? Das hat es noch da herin zerrissen.
Dann gingen sie und haben Sachen aufs Dach auf. Was ich da mache, weiß ich nicht. Ich will ja nur eh noch was machen. Aber nur weiß ich gerade noch nicht ganz was. Zum Beispiel runterfallen. Wenn man jetzt rundherum ein halber Sprittel hin tue. Als Schutzwall war eine Möglichkeit, aber deswegen bringen sie es ja auf. Die können voll hochwerfen. Ey. Die schmeißen sogar über mein Wohl, was ich habe. Auf meinen eigenen Server schmeißen sie das Klumpert hin. Da kackst dich an, echt. Ich hätte auch noch alles repariert, okay, das wird eh noch repariert. Dieser Arm, das schöne Holzdesign und dann muss man hergehen und das geschissene, Entschuldigung, Metalldesign nehmen, wo es nicht einmal anders Muster gibt. Ja, es schaut eh gut aus, Riffelblech, super. Aber das sollte man vielleicht abändern können, wie hätte ich es denn gern, ne? In Blau, in Grau, in Farben oder irgendwas, oder Camouflage, ne? Aber das geht leider nicht. Darum will ich nicht alles aus Metall haben. Ich will nicht in einer Blechhütte sein. Reicht eh da schon. Na geh, stinke. Reicht eh da schon. Da können auf alle Fälle Fenster rein. Das ist mal so sicher wie Samen im Gebet. Und danach dann einfach wieder sammeln gehen. Schauen, dass wir Sandsteine kriegen. Würde ich mal sagen. Oder nachdem es regnet, sollte das eigentlich der Regen übernehmen. Wir haben jetzt Karotten, haben wir da. Und Zwiebel auch, also Kartoffel und Tomaten. Samen. Sagen wir 5, da 5, dann passt das schon. Na ja, und eine Stufe kann ich mir ja schon was. Na, der Kartoffel gibt natürlich nicht so viel aus, gell. Vergiss ich hoffentlich nicht. Schauen wir nachher noch auf. Da gibt es nichts zum Sägen, weil es ist das Fenster, wo die Hunter sind, das wissen wir. In den Süden wollte ich eigentlich schauen, aber ja, schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall meine Glaspaneele haben. Ich brauche die Glassteine, meine ich. Immer nur eins und eins und eins und das ist das drei Scheiben brauche. Also der tut halt schon weh. Es ist nicht mehr einer da. Nicht leicht, aber leicht hat es an. So, nachdem, da wir dann gleich
Mann, die sind ja auch Wahnsinn, ey. Da ist der Ofen gleich wieder hinfällig, weil ich denke mir, die Fenster haben Priorität, weil wenn wir die da ständig das Klumpert reinhauen können, ja, dann hat das echt keinen Lack nicht. Weil da ist der Schaden mehr. Viel mehr. So, ein Glasfenster kann man herstellen, das ist wenigstens schon mal was. Das tun wir gleich mit da rein. Machen da drin einmal zu. Dass uns da das nicht meiner haben. Scheiße, echt jetzt? Ich habe schon ein Pech, oder? Da gehört auch was gemacht. Das hast du ja erinnert. Hey, du hast dein Fleisch im Ofen, narrischer. Na, da wollte ich nicht einer schauen. So, ein zweites Fenster geht hier aus. Ja, ja. Sieht schon leicht deprimierend, das muss ich ehrlich sagen. Ja, also, puh. Ich meine, wenn was passiert durch meine Unachtsamkeit, verstehe ich das. Aber, ja. So, jetzt ist da wenigstens zu, jetzt da noch. Sonst gehe ich hier an die Mauer hin. Ja, das hätte ich da so nicht Teppi. Ja, aber das Fenster schaut ja gut aus. Kriegen vier Sand noch. Wie viele Gläser bringe ich denn da jetzt aus? Vier. Scheiße. Eins. Zwei, ich brauche aber drei. Na, da kann ich gleich rennen. Da kann ich gleich rennen. Na ja, dann. Wo renne ich denn hin? Aber nicht. Mami. Schmeckt's? Scheinbar. So. Das nehmen wir mal gleich mit. Warum nicht, oder? Ah, dann schau ich lieber zu dem See, ob ich dort habe ich Möglichkeiten zu vier Sandsteine. Das ist gewiss bei dem See dort. Drei brauche ich nun, damit ich dann mein Fenster. Also im Grunde brauche ich mehr, weil ich krieg ob zwei Fenster drinnen, aber keine einzige Reparatur. Fenster kriege ich eine, aber keine Reparatur kann ich machen. Weil mir eben nichts überbleibt.
super. Jetzt, wo man keine Muscheln brauchen, sind Muscheln da. Das gibt's ja nicht. Na, sonst ist er da. Gehen wir raus, gehen wir zum anderen. Zum anderen See. Na komm, gerade. Oh. Das Kalium, alles brauchen wir. Was ist das? Level 1, den brauchen wir. Ja, den nehmen wir sich gleich mit, gleichstick, den Hund oder. Na komm, das passt schon, wir müssen uns eh dann Hände waschen. Vielleicht eine gekriegt und noch nicht mehr was repariert wahrscheinlich. Mit meinem Klick. Wow. Der will mir einen Bären aufbinden oder so, ne? Hört der echt jetzt? Zickzack durch den Baum, dann geht das schon. Normal. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Also darauf verlassen tue ich mich auch nicht. Nein, aber er hat wirklich umdreht. Passt. So, sauber sind wir auch wieder. Hoffentlich ist da jetzt was erinnern. Außer Seegroß war, das war Level 3 gewesen, der erste, der hätte uns zerlegt. Und aufpassen, die können schwimmen, tauchen alles, gell? Und sind sehr schnell im Wasser. Ja, ah, dort. Ein Sandstein. Ganz allein. Ja, man kann die schon abhängen, wenn man knapp bei den Füßen umeinander rennt, weißt, weil sie versuchen dann den Weg irgendwie abzuschneiden und hängen dann an der Ecke fest. Ist ein netter Park, würde ich sagen, und oder ist eh so gewollt, keine Ahnung. Funktioniert eh nicht immer. Aber meistens. So, jetzt hoffe ich, dass da in dem See wieder was drinnen ist, wenigstens einer, weil dann können wir ein paar Sachen reparieren auch. Wenigstens überall ein, zweimal draufhauen, da wo es nicht ganz schlimm ist. Weil das wieder aufbauen, das kostet mehr.
Ja, lauter Muscheln. Was du Muscheln suchst, findest du keine. Jetzt muss ich auftauchen. Hoffentlich kommen die Poppenheimer nicht jetzt nur mehr sofort und greifen mir hinten an. Darum tue ich jetzt gerade jeden Dings am meiden. Hey, schaut sich an, was da oben biegt. Hey. Muss mir fast alles auspacken. Oh, super. Hey, ah, die Tasten da. Wer tut denn erweiterte GEMA-Funktionstasten unter die Leertasten? Reza macht es. Original Reza. Haben es wieder mal super gemacht. Aber gut, die wollen wir jetzt nicht schlecht machen. Die Tastatur funktioniert ja tadellos. Habe ich schon seit Jahren eigentlich und hat noch nie Probleme gemacht. Na, nur dass die Tasten ab und zu ein bisschen ungeschickt sind. Weiß ich nicht, wie es da zu belassen hörst. Hey. Und sagt, ja, so machen wir es. Oder der, was das so absegnet, gell? Ich habe keine Ahnung. Da, schau, haben wir auch noch was. Passt. Dann mal wieder ein wenig was einschmelzen und schauen wir dann nur mit einem anderen See. Ja, ich weiß, es ist ein ewiges Hin und Her, aber es muss sein. Es muss sein. Ja, gut, dass du das auch fressen tust. Ich hab echt kein Wasser geholt. Maria, nein, war eh schon. Ah, es ist zum Kotzen, echt. Entschuldigt, aber es ist wahr. Ich wollte nicht einmal fischen. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt beim anderen See. Oh, der ist fertig. Das ist sehr gut. Dann lassen wir den jetzt ein paar runterschmelzen. Ja. Brauche ich noch. Das geht auf. Und so sind wir ja gut beieinander. Gibt es ja gar nichts. So. Macht er auch schon schön brav. Der soll uns. Wir brauchen eins noch. Ja. Weil alles andere ist dann nur mehr zum Reparieren. Wie viele Scheiben haben wir denn jetzt? Zwei. Eine Scheibe braucht man noch. Das heißt dann 8. Marin, aber es gehört so viel repariert. Schaut sich das an. Das nicht. Okay, aber das dafür wieder. Das nicht. Das auch. Okay, das sind. Da, der Buh. Wow. Also dort haben wir sicher zwei Schläge, eins, sonst drei, vier, die gingen, die würden sie ausgehen, ja. Glaube ich schon.
können sie mir jetzt zumindest nichts mehr reinschmeißen. Ich meine, wenn ich eh so viel Material, also das war am anderen Server. Mit viel Materialien. Mist. Oh. Sehr gut. Das spielt man ja doch gut, oder? Schaut zumindest danach aus. Immer kleine Trostpflaster dabei. Sie ist dort. Okay. Gleich mal reintauchen. Fischen, dann nur mehr tauchen. Würde ich mal sagen, ne? Dann mal die Wasser auffüllen. So, dieses Mal habe ich es. Nicht vergessen. Das ist aber schon enttäuschend. Ist dort was, ne? Das war ein bisschen Pflaster. So, das ist auch was. Okay, ja, danke. Danke. Ah, gut. Das ist jetzt ein Scherz. Mike kommt ausflippen, echt. Jetzt habe ich keine Miet. Da mal fischen, kommen wir nur mehr her. Was soll man machen? Kann man eh nichts machen. Die Sandsteine verschwinden ja nicht. Sie nehmen vielleicht einen anderen Platz ein. Aber sie verschwinden. Na schau, probieren wir es noch einmal. Und dann bringen wir den Quagel heim. Holen unsere frische Spitzhacken und bauen so an. Inzwischen ist das Eisenerz auch schon abgeschmolzen. Wir können einen neuen Barren machen. Das passt ja. Na komm. Na gut, das dauert mir zu lang, ich nehme sie eh wieder mit. Gehen wir heim, holen wir unsere Spitzhacken. Er sagt, er ist warm, dann gehen wir nochmal schwimmen. So, jetzt ist er nass, nicht mehr warm. Kisten habe ich auch keine gefunden bis dato. Oder für eine Medizintasche. Ist auch ganz nett. So. Ein Wolf haben wir auch.
Metallschrott. Mal diesen Oberschmützen. Oh ja. Okay, es geht noch weh. Mach mal zu, weil die hauen uns ja wirklich das Zeug ein, ne? Schalten wir es zur Sicherheit ein, so viel Strom kriegen wir nicht geliefert, wenn der Schmelzer rennt. Entschuldigung. So, hoffentlich sind die zwei noch drinnen. Kann man da jetzt nicht auf mutig machen, das bringt gar nichts. Sonst war ich in den Spiel schon längst tot. Und es geht ja nicht darum, stark und mutig zu sein, sondern es geht darum, dass man überlebt. Alles andere stimmt nicht. Bloß ums Überleben geht's. So, was haben wir da? Außer eine Muschel. Die mit ihren Muscheln. Echt jetzt. Sind eh noch da. Ah, super. Schauen, ich kann dann sogar wieder nur mal komplett. Das heißt, der ist refreshed worden schon. Da ist schon näher gekommen. Das freut mich. So, hoffentlich bleibt der jetzt da. Ja, und dann lasst ihr abhauen. Mitnehmen. Zur Not frisst man das auch. Und Viecher fressen es auch.
kann man nur meinen. Na, besser. Entschuldigung, ich muss mein Mikro ein bisschen richten, denke ich mal, dass es mir versteht. Mag er nicht. Na komm. Mal wieder Depp, so scheiße drauf. Ah! Die falsche Tasten. Passiert auch noch mir. Ja. Aber jetzt. Hey, ist sogar groß, oder? Ich würde sagen, das sehen wir gleich, aber er schaut groß aus. Das ist einer. Ja, super. Ja, danke. So. Wenn es so schön war. Schauen wir nochmal nach. Hey. Was sehen denn meine entzündeten Augen? Einen Sandstein und ansaufen du ja, na, das gibt's ja nicht. Komm, bau dich an. Gute Nacht, ey, da krieg ich ja fast selber keine Luft mehr. So. Nur ein ganz Geschenk da, darf ich mich freuen. Na, war jetzt eh nice. Das war jetzt echt nice. Wir haben einen großen Fisch auch gekriegt. Lauter Muscheln. Wenn du die Muscheln suchst, findest du das nicht. Ne? Und jetzt haben wir das Problem mit den Sandsteinen. Aber jetzt haben wir da 24. Jetzt haben wir das ein wenig weggeschmützen. Würde ich sagen. Viech mitnehmen, wenn es nicht anders geht, da ist eh schon. So. Ah, jetzt kann man wieder die Hände waschen. Ach, das ist mein Händewaschen, erste. Ja, okay, wir nehmen dann Kaffee mit. Ja, und wir schalten dann, sobald ich das gemacht habe, wieder am Dezember. Das mache, da mache ich dann eher einen Schnitt. Gingen wir im Dezember wieder und dann da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt habe ich schon gehabt, das ist ein Hunter. Map B ist wieder angegriffen. Beibringen. Ja, ich meine, hey, wo habt ihr die Sachen her? Hört ihr, sie spannen im Bogen. Ja, nicht, das ist ein kleiner Außenseiter. Echt jetzt? Oh. So, jetzt muss ich warten, weil die reißen mal die Bude zusammen. Achso, der hat sich da selbst weggesprengt. Der ist weg. Der ist weg. Ist ja richtig stressig schon, hey, hallo! Ah, der Dings ist auch fertig. Der Schmötzer.
das jetzt? Ah, die Sucherei immer echt. Nur drei, oder? Oder hat es einen vierten gegeben? Mario, jetzt habe ich nicht mitzählt. Ich war der Meinung, dass da einer war. Und der ist mit da. Na, da war nichts. Schaut nicht danach aus. Ein Klupfer. Der braucht Wasser. Eine Ausgabe zur volle Fete erst hier. Das gibt's ja da gar nicht. Da ist mit dem müssen sie jetzt auskommen. Da wäre mal. Passt. Sehr gut. Sollen die da oben geschmolzen werden? Ja, anbahnen können wir uns auf jeden Fall machen. Nein, nicht mit dem. Abbahnen geht hier aus. Wie viel brauchen wir für den? Wir müssen halt nachher dann... Ah, ich glaube, das ist eh der letzte Bahn, was wir haben. Genau, wir brauchen ja nur mehr ein Fenster. Das andere sind ja nur mehr Reparaturen. Eins, genau. Beschädigung. Na, was haben denn die beschädigt? Außer nichts. Ja, ist eh gut. Das war schon. Gut, das soll oberschmelzen. Ich verabschiede mich dabei. Ich werde jetzt dabei nochmal Wasser holen gehen und nochmal Sandsteine holen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich mache dann eh wieder ein Video. Aber jetzt möchte ich da noch schnell runterrennen. Wie spät haben wir es denn? Habe ich überhaupt den Timer gestartet? Nein, habe ich nicht gestartet. Also gefühlt nehme ich jetzt einmal an, wie sicher schon eine halbe Stunde. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt und bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Like oder besser war natürlich beides, ein Like und ein Abo. Na? War echt super. Na gut. Dann wünsche ich euch noch was. Tschüss.